Auf Einladung von Peter Packisch für das Joanneum, für die Ausstellung Landschaft im Wandel, wurde ich gefragt, mir etwas zu überlegen, eine Art Installation, die dieses Thema, diesen Bogen von den Alpen bis ins steirische Vulkanland beschreibt. Nach längeren Überlegungen kam ich auf die Idee, eine Art Welle zu bauen, die sich an tektonischen Ebenen in den Alpen bzw. an Ausflüssen von Vulkanen anlehnt. Wenn man diese grandiosen Alpenansichten von Rüdi Homberger und Kurt Stübe in dieser Ausstellung sieht, dann hat man auf der einen Seite ganz tolle Blicke aus der Luft auf die wichtigsten Berge der Alpen, aus geologischer Sicht natürlich, mit den dementsprechenden Erklärungen dazu. Wenn man zum Beispiel auf den Grimming in der Steiermark näher blickt, dann wird man merken, dass sich die steil gestellten Kalke auf der Nordseite nahezu in die Senkrechte bewegen. Und man kann dann erahnen, welche tektonischen Kräfte hier am Werk waren, um diesen Berg in diese Position zu bringen. Und man kann vielleicht auch eine Vorstellung davon bekommen, was sich im Inneren abspielt, wenn man gleichzeitig betrachtet, dass die jüngsten Ereignisse in Nepal zu einer großen menschlichen Katastrophe geführt haben. Ja, also an dieser Wand zeigen wir den Wandel in der Landschaft anhand von alten Ansichtskarten bzw. auch zum Teil Lithografien, im Gegensatz zur Aufnahme, die wir im letzten Monat gemacht haben. Um wirklich zu sehen, wie hat sich das nämlich von der gleichen Perspektive aus gesehen, wie hat es sich geändert, wo sind mehr Bauten dazugekommen, wo ist mehr Wald dazugekommen zum Beispiel, wie sind die gleichen Blickwinkel in einem Abstand von ungefähr bis zu 100 Jahren Unterschied, wie sehen die eben aus. Also wenn man zu Wissenschaftlern von Luftbildern spricht, dann denken die meisten Kollegen an senkrechte Bilder, wie sie etwa Satellitenbilder sind. Also von oben nach unten, entweder vom Satelliten von sehr weit entfernt oder orthografisch und georeferenziert im Detail für Katasterpläne und dergleichen von niederer Höhe, aber eben auch senkrecht. Okay, für mich ist natürlich ein Luftbild jedes Bild, was aus der Luft fotografiert ist. Also viele dieser Bilder, die wir hier sehen, wenn es dort einen Berg gäbe, hätte er auch vom gegenüberliegenden Berg fotografiert werden können, weil man sieht auf den meisten Bildern, dass wir etwa auf Horizonthöhe fliegen. Nur war für diesen Blickwinkel eben gerade dort war kein Berg und darum haben wir es von mitten über dem Tal oder mitten über der Ebene aus fotografieren müssen. E-Mail geschrieben und dann haben wir das zum Planen begonnen, 2009. So hat es angefangen, ja. Und nur ein Beispiel, das ist hier meine Heimat. Eine Alp oben unseres Wohnorts Arosa. Und hier diesen Blockgletscher sieht man gar nicht, wenn man am Boden ist. Also die Geologen sprechen vom Blockgletscher, aber man sieht ihn nicht. Aber wenn man oben ist und das richtige Licht hat, Fotografie hat ja mit Licht zu tun. Und eigentlich unser beider Anliegen war, so an den Berg hinzufliegen in dem Winkel, dass man eben das sieht, das man zeigen möchte. Und das war eigentlich das Spannende in unserer Zusammenarbeit. Also wenn ich zurückblicke, ich möchte da gerade wieder neu anfangen.